Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir machen weiter in diesem wunderschönen Bergdorf. Wir haben im letzten Part unsere Pistole bekommen und Lara hat ihre ersten Menschen damit getötet. Und wie sie selbst gesagt hat, es fiel ihr nicht schwer. Das heißt, der natürliche Killer, wie wir ihn ja aus allen anderen Spielen kennen, ist in ihr geweckt worden. Und es sollte auch gleich weitergehen mit der Action. Hier im Bergdorf. Glasaternen, schießen Sie auf Glasaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Das hatten wir ja eigentlich schon. Ist irgendwie logisch, dass die uns jetzt gehört haben, oder nicht? Okay, vorsichtig. Ja, wo seid ihr? Ja, kleinen, lautloser Kill. Achso, dann müssen wir uns hinschleichen und dann F drücken. Ach, eh, mehrmals drücken. Hier, so eine kleine Stealth-Aktion ist das hier. Okay, da oben kann man, glaube ich, nicht viel machen gegen die. Also zumindest nicht so stealthig. Aber die beiden haben wir schon mal ausgeschaltet, das ist gut. Ich nehme noch den hier Bergungsgut mit. Da oben sind halt welche. Was? Ich habe nicht getroffen? Was macht der? Fuck, ist der weg. Ah ja, Arma kann ich abschießen. Nein, oh, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Was? Der Pfeil ist so stark. Verdammt schwitzige Hände, meine Güte. Diese Action hier. Sie noch mehr? Okay. Ja, fuck, ihr habt mich gesehen. Oh, na gut. Zum Teufel, der ist gerade runtergefallen. Oh, der Kunde hat einen Brandsatz. Aha, jetzt hat er sich selbst angezündet. Ach, der ist nicht gestorben dadurch? Jetzt aber. Ah, du Sack. Verrecke. So. Was zum Teufel? Okay, wir sollten hier weg. Sammel das ein, Lara. Sammel das ein. Komm, komm, komm. Sammel das ganze schöne Zeug ein. Wir sollten uns hier nicht sonderlich lange aufhalten. Eine Waffenmodifikation. Das finde ich aber gut. Sammel ein. Okay. Und weg hier. Wie eigentlich? Leertaste. Okay. Hui. Zack. Okay, damit sollten wir dann auch endgültig das Bergdorf hinter uns gelassen haben. Gucke noch mal, was es hier so gibt. Hm. Das was im Anzünden, ich habe aber gar kein Feuer. Okay, ich gucke mich mal hier um, ob es irgendwo Feuer gibt. Ich hätte schon gerne das Zeug, was dort drin ist. Da hinten das. Ja, hier gibt es überall so schönes Zeug. Hier oben ist doch was. Ja, da liegt ein Relikt drin. Das holen wir uns mal. Gucken, was da Schönes ist. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adel. Sehr schön, sehr schön. Wo soll ich denn Feuer her? Da unten kriege ich Feuer her. Los, nachher hol ich das Feuer. So, wir brauchen alles mögliche an Bergungsgut, was wir bekommen können. Und so, weil wir können unsere Waffen halt verbessern. Und wenn die schon so schlecht schießen, dann brauchen wir auch gute Waffen. So, eine schöne Kiste. Wie viel gibt's? 30. Das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Okay, jetzt würde ich gerne hier runter. Was machst denn du, Lara? Wieso ist die gerade so komisch nach vorne? Mein Gott. Da runter will ich nicht. Da komme ich wieder ganz runter. Das wäre schlecht, wenn ich den ganzen Weg wieder gehen. Ich will dorthin. Nee, diese Kiste. Ein bisschen Erfahrung. Okay, ganz okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben das jetzt hier ziemlich gut gemeistert. Ich bin nicht gestorben in diesem Action-Akt. Was ich eigentlich schon hätte erwartet bei meinen schießerischen Fähigkeiten. Aber hat ja doch besser geklappt als erwartet. Moment, wo geht's eigentlich hier unten lang? Ah, hier ist noch ein Relikt. Okay. Und damit haben wir auch alle gefunden.
und haben 500 Erfahrungen bekommen. Cool. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten. Ein Gunwei-Kriegsfächer. Ah, ah. Durchaus schön. Cool, wir haben alle Relikte gefunden. Ja, aber mehr scheint es hier dann noch nicht zu geben. Noch ein paar Pfeile können wir mitnehmen. Oder wir haben genug Pfeile. Gut, weg hier. Lassen wir das Bergdorf hinter uns. Wir haben, naja, nicht wirklich alles gefunden, aber who cares? Ich nicht. Ja, was ist hier? Ah, da unten ist eine Kiste. Lara, die zu so runterkommst. Ich will diese Kiste haben. So. Ein bisschen Erfahrung kann nicht schaden. Okay, jetzt gehen wir auch wirklich weiter. Lange genug hier aufgehalten. Wir nehmen mal den Bogen. Für Überraschungskits ist der Bogen immer gut. Ich weiß nicht, ob jetzt hier schon weitere Gegner kommen. Oh. Eine Kletteraktion mit der Kamintechnik. Ja. Muss ich eigentlich drücken, dass er hochklettert? Ja. Jetzt hast du aber Glück gehabt, Lara, ne? Dann ist die Stein ja noch so übelst glatt. Aber wie sie schon gesagt hat, sie schafft das. Ich drücke jetzt gerade nur noch oben, also mehr muss ich nicht machen. Das reicht ja auch hoffentlich. Ja. Weiter hoch, weiter hoch. Und tatsächlich, Lara, du hast es geschafft. Wir sind alle so stolz auf dich. Oh. Hört sich an, als ob jemand hingerichtet wird. Oder auch nicht. Ach, der Kapitän. Ah, sein Bein sieht ein bisschen zerfleischt aus. Ah, sie fässt voll drauf. Tja, Lara, da weiß ich, was du machen musst. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Tja, Lara, ich würde dir ein bisschen schneller mal in den Rucksack holen, nicht? Stille, nicht? Was macht sie? Die Wolfsfußspuren zurückverfolgen? Das Rudel ist irgendwo da oben. Ja, die Wölfe. Wollen, dass du nur hochgehst. Okay, jetzt sind wir in diesem wirklich einer der größten Abschnitte im Spiel. Das heißt, wenn es hier mal anfängt mit Längen, nicht wundern. Das Bergdorf. Ist das nicht auch Bergdorf? Ist egal, es ist halt das zweite Bergdorf. Okay. Wir können mal ins Lager gehen. Weil wir könnten. Keine neuen Fähigkeitspunkte, aber Ausrüstung könnten wir was verbessern. Könnten mal die Pistole verbessern. Das können wir machen. Salbenmodus ist Schwachsinn. Präziser ein Ziel und erhöht damit den Schaden. Das klingt doch gut. Mehr Schaden ist gut, wenn ich nicht treffe. Rücklaufbremse. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen Richtung Rucksack. Viel anderes können wir auch nicht machen. Dort drüber können wir noch nicht. Da fehlt uns eindeutig Feuer, was wir uns allerdings hier holen können.
Ah ne, da fehlt immer noch was. Ne, 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 hier können wir noch nichts machen. Na egal, ich habe hier mein Feuer angezündet. Hier ist, glaube ich, diese Bonusmission. Gibt zwei. Genau, Erleuchtung und Eierwählerin. Zum einen Erleuchtung ist das hier. Hier gibt es überall diese. Da macht er ja draußen so einen Krach. Verdammter Kacktrecker. Hier gibt es zum einen diese Statuen, die man anzünden kann. Und zum anderen gibt es hier überall so Vogelnester, dem man meiner Meinung nach ein Ei stehlen kann. Man muss es nicht. Was denn hier so Schönes? Nicht viel. Okay. Ich muss mich ja erstmal ein kleines wenig umgucken, weil wie schon gesagt, das ist ein ziemlich großer Abschnitt. Gibt es wieder so Laternen? Die brauchen wir jetzt aber nicht. Ah, hier ist was im Anzünden. Das ist doch praktisch. Und das gibt's schönes Bergungsgut, na klar doch. 30. Wir haben ja nicht viel. Das Upgrade kostet halt immer so ein paar. Lach, was machst du? Also, um ehrlich zu sein, wollte ich jetzt nicht, dass sie da unbedingt hochspringt. Aber gut, wenn sie meint. Es ist ihr Körper, nicht? Da hinten blinkt etwas. Das ist ein Geocache. Wenn wir den schon sehen, können wir mitnehmen. Hier gibt es noch einige Stellen in diesem Gebiet, wo wir noch nichts machen können, weil uns die nötige Ausrüstung fehlt. Das heißt, es wäre auch so ein typisches Gebiet zum Backtracken. Aber muss ja nicht sein. Also wenig, dass es sein muss, dass dieser scheiß Trecker jetzt rumfährt. Gehörte das alles zu Yamatai? So ein Dreckding. Nicht mal in Ruhe aufnehmen kann man hier. Hierfür brauchen wir eine andere Waffe. Oh, hier liegt ein Relikt. Wieso liegt denn das hier einfach so rum? Das hier muss einem US Marine gehören. Was ist das denn? Silberner Flachmann, ich wollte gerade sagen. Aha. Sind irgendwelche Markierungen hinten drauf gewesen auf dem Ding. Okay, wo wollen wir denn lang? Ja, wir müssen irgendwie hoch. Ich glaube, man kann an den Teil hier hochklettern. Ja, korrekt. Jetzt kann man hier rüber. Bringt mir auch nicht so nicht viel hier zu sein, oder? Wenn ich hier so gucke, bringt es mir wirklich gar nichts. Okay, gut, dann halt nicht. Dann gucken wir mal nach dort. Was, um aufzunehmen? Pfeile. Haben wir doch voll. Wenn wir so voll haben, wieso wird es mir denn angeboten? Gute Frage eigentlich, nicht? Hier brauchen wir noch was anderes, um solche Türen zu öffnen. Eben untersuchen. Ach, da liegt ein Dokument. Könnt ihr euch ja, wie schon gesagt, durchlesen. Ich mache das jetzt nicht. Weil das dauert mir ein kleines bisschen zu lange. Hier gibt es überall Pfeile. Aber man kann hier wirklich ziemlich viel erforschen. Das gefällt mir wirklich an dem Spiel. Und jetzt, wenn wir eigentlich auch hier schon so sind, und es passiert nicht sonderlich viel Action, kann ich mal zu dem einen großen Kritikpunkt kommen, den ich an diesem Spiel habe. Es hat nichts mit dem Gameplay zu tun. Also das Spiel ist halt wirklich eins der besten, was ich je gespielt habe. So von dem Erforschen und so und der Story und so ist wirklich richtig gut. Aber ich habe ein Problem und zwar ist es der Name. Der Name von dem Spiel. Er heißt Tomb Raider. Nicht nur, dass ja genauso heißt wie das erste, ne, Tomb Raider, was schon mal extrem verwirrend ist. Das Hauptproblem ist, dass das gar nichts mehr mit Tomb Raider zu tun hat, dieses Spiel. Nichts. Meiner Meinung nach hätten sie es einfach anders nennen sollen. Nennen müssen. Wenn man so sieht, das erste Tomb Raider hatte so viel mit Gräbern, Tombs zu tun und so alten Tempelanlagen. Und, naja, dem Ausrauben von Gegenständen, da wo man die C&C an sich geklaut hat, ne, halt das Rauben, Raider, das hat noch was damit zu tun gehabt. Das zweite auch, das dritte auch, das vierte auch. Gut, das fünfte, schon wieder eher nicht mehr so sehr. Aber es hat halt noch diesen Tomb Raider-Faktor halt, dieses PlayStation 1-Feeling. Und Angel of Darkness ist scheiße, das zähle ich gar nicht als Tomb Raider-Spiel. Wirklich. Das ist so scheiße, das zähle ich gar nicht mit dazu. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Ja, ne? Einigermaßen. Dann Tomb Raider Legend hatte ja was mit Gräbern und so zu tun gehabt. Anniversary war ein Remake von ersten, dann natürlich auch. Underworld auch. Und dann kommt dieses Spiel. Dieses Spiel hat den Namen Tomb Raider. Die einzigen Gräber, die es in diesem Spiel gibt, sind ab und zu mal so kleine Bonusareale. Was einem nicht viel bringt. Und das hat einfach nichts mit Tomb Raider zu tun. Sie hätte es einfach
Lara Croft Origins nennen können oder so. Origins heißt ja Ursprünge oder so. Das wäre ein guter Name gewesen. Aber nicht Motherfucking Tomb Raider. Ist. Na gut. Das wollte ich schon von Anfang an mal gesagt haben, aber jetzt passt das halt gerade, weil wirklich nicht sonderlich viel passiert. So. Okay. Jetzt auch lange genug lang darüber hier geschwafelt. Gehen wir mal weiter. Lara, du solltest dich etwas beeilen, bevor das Ding umkippt. Jetzt hattest du aber Glück, nicht? Dass du noch nicht näher an den Baum dran standst, Lara. Okay, okay. Hier scheint sich nicht sonderlich viel zu befinden. Ja, wo sind denn diese verkackten Wölfe? Okay, da können wir nicht lang. Achso, wir müssen jetzt beenden. Komm, Lara, du schaffst das. Ja. Okay. Ja, ja, Musik ist gut. Okay, damit kommen wir jetzt in das Wolfsrudel. Da hinten liegt ein Geocache. Ich glaube, dort hinten ist eins der besagten Gräber, von denen ich ja schon gesprochen habe. Gräbern. Egal, wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen bei den Wölfen um. Das machen wir noch und dann reicht das auch für den Part. Durchaus gruselig. Und da war ein Wolf. Ich würde gerade sagen, Lara, ich würde mit Pistole hier durchlaufen an deiner Stelle. Ich will nur den Rucksack. Da ist der Rucksack, der macht da so Geräusche. Wo hat sich den Rucksack gerade hingesteckt? In den Arsch? What the fuck? Ich hab ihn. Okay. Natürlich, jeder weiß, dass wir hier nicht ohne irgendeinen Kampf aus der Höhle rauskommen. Ist ja klar. Oh, und da ist auch der gute Wolf. Ich bin doch schon dabei. Bang. Wir haben jetzt eh drücken, ich bin schon dabei. Ah. Ach, wir haben jetzt F drücken. Leck mich, Spiel. Das letzte Mal eben, wo das kam, war es, wir haben jetzt eh drücken. Jetzt ist es auf einmal, wir haben jetzt F drücken. Woher soll ich denn das wissen? In der Zeit, in dieses Anzeigen, kann man auf keinen Fall so schnell reagieren. So, ein Kackspiel. Herr Lara, du brauchst die Wölfe nicht sagen, runter von mir. Ich glaube nicht, dass der das versteht. So, und jetzt werden wir jetzt F drücken. Ah, das Vieh ist abgestochen. Das ging ins Herz. Und der arme Wolf, Lara, der wollte doch nur kuscheln mit dir. Wie man ja eben gesehen hat, er hatte ja nicht irgendwie das Genick gebrochen und dein Kopf rumgeschüttelt. Nein, der wollte nur spielen, Lara. Okay. Damit sind wir hier. Das Spiel hat gespeichert und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part hier weiter. Wir werden nämlich Roth den Rucksack bringen. Ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Romy von den Gingerbread Dolphins. Bis zum nächsten Mal und